talk to you about this. Quiet. Can you meet me at her cell here on the base? Whenever's fine. Thanks. Und ein herzliches Willkommen zurück in The Phantom Pain. Jawohl, Metal Gear Solid 5. Hätte ich doch glatt mal den Spieletitel verbuchselt. Ich spiele heute schon eindeutig zu lange. Ich begrüße euch herzlich in Folge Nummer 46, wenn ich richtig mitgezählt habe. Und wir wurden gebeten, mal wieder zurück zur Mother Base zu kommen, um über unsere Spezial-Scharfschützin Quiet zu reden. Dann werden wir das auch machen. Vielleicht haben wir sie dann bald auch mal als Unterstützer bzw. Buddy an unserer Seite. Ich würde sagen... Oh, ich habe einen Tagesbonus erhalten. Das ist ja fantastisch. Das ist schon mal ganz hervorragend. Und sogar MB-Münzen können zum Kauf von Gewässern zur Reduzierung von Entwicklungszeiten und zur Beschleunigung von Entsendungsmissionen eingesetzt werden. Gut. Die Belohnungen kassieren wir dann natürlich erst einmal fleißig. Die natürlich erstmal laden müssen, weil es so viele sind. So, wir nehmen einfach mal alle an, egal was es ist. Wir können es alles gebrauchen. Legendäre Soldaten. Alter, S+. Freiwilliger, okay, sehr schön. Noch einer. Glacier Dragon. Das sind immer hier. Armored Tiger. Namen wie aus dem Bilderbuch. Prowling Bear. Mehr zum Lachen als zum Ernst nehmen. Gut. Alles klar, wo wollte ich jetzt hin? Missionen? Nee, ich wollte gerne zur Motherbase fliegen. Zurück zur Motherbase. Oh, kann mir diesmal sogar die Plattform aussuchen. Gute Frage. Warte mal hier. Medizinische Plattform. Warum ist die grün, während alle anderen blau oder neutral sind? Ich gehe mal auf die medizinische Plattform. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Gut, kann natürlich sein, dass Quiet da auf uns wartet, obwohl wir Quiet jetzt eigentlich bei der Mission, wo wir sie quasi, ja, nennen wir es mal, rekrutiert haben, nicht unbedingt verletzt. Doch, wir haben ihr sogar ziemlich eine verpasst. Aber als sie auf der Mother Base ankam, war sie ja doch dann schon ziemlich fit. Also, kann mir kaum vorstellen, dass sie in der Krankenstation ist. Eher in einer richtig dicken Gefängniszelle. Aber wir schauen einfach mal, was uns erwartet. Ein bisschen mitgenommen sehen D-Dog und Snake ja schon aus, aber sie haben ja auch einiges mitgemacht, ne? So, genau, Türchen öffnen, Aussicht genießen und nach Möglichkeit nicht ins offene Meer fallen. Vor allem mit der schweren Ausrüstung auf dem Rücken. Ja, Spieler, die einfach mal ein paar Minuten mal schnell, spontan spielen möchten, kann das natürlich wahnsinnig machen, dass man sich erstmal hier diese Anflugphase mit angucken möchte, aber Metal Gear Solid Spiele sind noch nie Spiele für Schnellspieler gewesen. So, schauen wir mal. Nebenoperation. Besuchen Sie Quiet. Die Frage ist nur, wo? Ach ja, doch, tatsächlich. Deswegen war das hier auch so gelb markiert. So, jetzt muss ich sie bloß noch finden, ne? Was ist das hier? Das ist ein Allradfahrzeug. Gut, wir laufen einfach mal hin und gucken mal. Grüß Gott. So. Lalalala. Es ist ja nicht so, dass es hier nicht mehrere Decks und so weiter geben würde. Jetzt ist es super geil. Besuchen Sie Quiet und suchen Sie sie einfach mal auf der... Ach ne, hier, Ziel. Ziel. Wo bin ich denn? Da bin ich. Mensch. Ziel? Da rechts vorne irgendwo. Nee, wie jetzt? Boss, welcome back. Ziel? Bist du dir da sicher? Warte mal, was leuchtet hier denn eigentlich blau? Blau ist... Ach, Zielübungen. Okay, alles klar. So, warte mal, hier war doch auch eben so ein komischer Kasten. Hier. Ziel. Ach nee, Blödsinn. Da kann man sich wieder bloß als Karton eben auf andere Plattformen verfrachten lassen. Also anscheinend ist tatsächlich Quiet hier irgendwo auf dieser milchigen Plattform. So, gehen wir sie einfach mal suchen, ne? Ist natürlich schon traurig, dass wir uns auf unserer eigenen Motherbase nicht auskennen, aber hilft uns ja auch keiner.
wird ja dann vermutlich irgendwo so eine Art Krankenstation oder sowas sein. Guten Tag. Morning, Boss. Morgen. Hier komme ich nicht rein, obwohl ich der Boss bin. Okay. Ist hier irgendwas, irgendwelche Türen, die sich öffnen oder so? Wäre mir jetzt gerade ganz recht. Nein. Alles nicht der Fall. Gut. Dann gehen wir hier nochmal ein bisschen die Moral der Truppe, ne? Genau, guten Tag. Das kann und das werde ich nicht versprechen. Aber sie scheint ja dann tatsächlich hier irgendwo zu sein. So, hier haben wir einen Mörser. Den lassen wir auch mal da, wo er ist. Guten Tag. Dito. Oh, eine weiße Tür. Ah, das war doch hier mal abgesperrt, oder? Hier ist immer noch abgesperrt. Work in progress. Und hier? Auch. Ah, warte mal, hier konnte ich doch was drücken, oder? Warte mal, warte mal. Dreieck, Dreieck, Dreieck. Ne, geht nicht. Selbst der Boss kommt nicht rein. Oh, ist das hell. Alter, oh, Alter, das hat mir jetzt ja wirklich nicht. Boah. Augenweh getan. Gut, das finde ich jetzt echt ein bisschen seltsam und auch nervig, dass mir das Spiel jetzt nicht wirklich sagt, wo ich hin soll. Auf jeden Fall in diesem Work-in-Progress-Bereich. Da wird auf jeden Fall nochmal irgendwas stattfinden. Ach, da oben. Schau mal einer gucken. Können wir da auch eine Abkürzung nehmen, oder? Tatsächlich. Boss, guten Tag. Any chance of expanding the base? Ja, die Chance besteht durchaus. Aber vielmehr interessiert mich eigentlich, wo Quiet ist. Das ist ja nervig. Also jetzt nochmal für Dove. Nochmal für Dove. Hier, besuchen Sie Quiet. Das taucht auf keiner anderen Dings auf. Besuchen Sie Quiet. Hier ist ein Jeep, da ist eine Dusche. Wo soll die gute Frau sein? Ich bin ja jetzt eigentlich alles abgelaufen, oder? Hier geht's nicht weiter. Selbst mit Gewalt nicht. Alter, ist das hell. Mein Gott, lass das doch mal bleiben. Gut, hilft ja alles nichts, ne? Wenn ich Quiet nicht finde, dann finde ich Quiet nicht. Hier steht ein Soldat und Boss, bewacht das Ding, aber... Know, ja, ja. Das ist der Jeep, das bringt uns auch mal überhaupt nichts. So, haben wir irgendein Gebäude übersehen? Ne, das gibt ja nur das Gebäude hier. Finde ich jetzt zugegebenermaßen echt seltsam. Oh, warte mal, geht's noch nach unten? Boss, how about developing something? So, haben sie... Ah! Haben sie den Keller gesperrt, die gute Frau. Oh! Wer hat ihr denn den geöffnet? Das war jetzt aber echt ein Kampf, euch hier zu finden, ne? Refuses to wear clothes. The last staff member who tried to dress her... breathing through tubes. Other than that, she's completely cooperative. She understands English. She never speaks, sweats, or breathes. What? Well, not with lungs, at least. She breathes through her skin. Clothing would suffocate her. Das erklärt einiges. Oh! Die legendäre Duschszene. Obwohl, nee, legendär ist, glaube ich, wenn wir mit ihr duschen, ne? She can't be submerged. What's wrong with her? She's drinking through her skin. She's okay? She's okay. She just can't move when she's taking in water. Look. Okay. Sie atmet durch ihre Haut, sie trinkt durch ihre Haut. Interessantes Mädel. She hasn't eaten a thing since she got here. She doesn't eat either? Never. It's photosynthesis. Photosynthesis? That's the verdict from the medical staff? No, the jury's still out. It's the only explanation for what we've seen. The Gru had a man with that ability in its Cobra unit. We don't think she's contagious,
Some of the staff can't stomach her. It's starting to affect morale. Can't you send her on a mission? By herself? No. But as you know, she does have skill. Why not take her out on one of your missions? She seems to like you. Of course, only if you think she'll be useful. Next time you go out, you keep her in mind. Gut, war das jetzt? Ja. Das war jetzt dann wahrscheinlich offiziell der Startschuss, dass wir Quiet auch... Oh, was haben wir hier Schönes? Als Begleiter mitnehmen können. Emblemteil erhalten, alles klar. Selbst auf der Motherbase immer schön die Augen offen halten. Gut. Dann haben wir sie jetzt wohl offiziell als Begleiterin freigeschaltet. Sehr schön, ich weiß jetzt auch, wo sie wohnt. Train with me, Boss. Trainieren soll ich mit dir? Ja, vielleicht ein anderes Mal. Ich bin noch völlig berauscht von diesem Erlebnis. Gut, alles klar. Dann werden wir doch die Gelegenheit mal nutzen. Uns in die nächste Hauptstory-Mission Nummer 15 müsste das sein, stürzen. Und mal gucken, ob wir Quiet mitnehmen könnten. So, Missionsliste. Geht noch nicht. Alles klar, ich muss erstmal einen Hubschrauber suchen. Treffen. So. Oh, und es kommt noch... Hört, hört. Weather surveillance indicates turbulence out there. Try not to get knocked out of the sky. Got it. Schicke Jacke. Okay. Quiet. Where does she think she's going? You want to head out with the boss? That'll be the day. I don't see a problem with it, so long as she's with you. She's a crack shot, damn fine scout. Well suited for a clandestine op. Which is more than I can say for the others. There's nothing damn fine about this thing. Here. Hey. Blades. Wait a minute, that thing costs a lot of money. See each individual blade and her depth perception. One in. This is ridiculous. She doesn't talk. How could you possibly stay in communication? Right. I like working solo anyway. Okay. Jetzt doch noch irgendwie einen Hub. Looks like you've gotten used to working with Quiet. I don't see a problem with giving her some new weapons. I've already talked it over with the R&D team. Ja, sehr ungewöhnlich, wie früh und vor allem leicht Quiet hier Vertrauen geschenkt wird, aber gut.
Es ist ja nur ein Spiel. Habe ich Hörensagen gehört oder so ähnlich. Egal, schön. Quiet steht es auf jeden Fall als Begleitung zur Verfügung. Wir können ihr eben ähnlich wie bei D-Dog und D-Horse eben auch und natürlich dem D-Walker dann verschiedene Ausrüstungen entwickeln, können auch neue Waffen ausrüsten und zukommen lassen. Function added. Being a scout sniper, there are two tasks you can give Quiet. The first is to infiltrate an outpost ahead of you and scout out the enemy's positions. The second is to send her to a sniping position and have her cover your infiltration. The kind of sniper support she'll provide will depend on the weapon you give her. Of course, this is all assuming she's willing to follow orders. Gut, wir können sie also als Scharfschütze mitnehmen, hat den Riesenvorteil, dass sie entweder aus der Ferne oder von einer komplett anderen Position Gegner für uns ausschalten kann und ich schätze mal auch Gegner erspähen. Und würde mal sagen, das probieren wir in der nächsten Mission gleich mal aus. Mission Nummer 15, Spuren der Phantome. Eliminieren Sie alle im verlassenen Dorf die Tali eingesetzten Walker Gears. Gerade eine Mission, für die Quiet sehr nützlich sein könnte. Gut. Diese Mission annehmen. Yep. Es gibt nur eine Landungszone. Okay, an dieser Position aussteigen. Ja. So, Begleiter auswählen. D-Dog, D-Horse, den D-Walker. Ach, der ist tatsächlich fertig entwickelt. Sehr cool. Aber wir nehmen in dem Fall natürlich jetzt tatsächlich mal Quiet mit. Uniform, naked. Auch sehr schön. Okay, so, was hat sie denn Schönes? Den verrückten Falter. Das ist dann wohl ihr eigenes Scharfschützengewehr, schätze ich mal. Renov ICKX Scharfschützengewehr von Quiet angepasst. Mit einem Laservisier ausgestattet, um die Treffergenauigkeit zu verbessern, trägt den Spitznamen Wicked Butterfly. Wird aber sehr wahrscheinlich keinen Schalldämpfer drauf haben, somit auch für die Gegner sehr leicht zu hören sein. Das juckt uns aber nicht. Wir wollen Quiet jetzt auf jeden Fall mal als Partnerin ausprobieren. Wir starten die Mission zur aktuellen Zeit. Bin gespannt. Also, D-Horse hat sich wirklich für die Überbrückung von größeren Strecken als sehr nützlich herausgestellt. D-Horse, habe ich gesagt. Naja, passt. D-Horse. D-Dog ist ein super Begleiter, um Basen zu infiltrieren. Entdeckt jeden Gegner, jeden Freund. Und bin mal gespannt, wie gut sich dann eben auch Quiet als Begleiterin spielen lässt. Beziehungsweise führen, anweisen, wie auch immer. Episode 15, Spuren der Phantome. Boss, this contract comes from the People's Movement for the Liberation of Angola, also known as the MPLA. The PF at Ditati Abandoned Village has been supplied with Walker gears. Your job is to eliminate them all. Destroy them, extract them, whatever you see fit. This just might get us closer to the Walker gear supplier, Cypher. Good luck, boss. Gut, danke. Glück kann ich gebrauchen. 600 Meter von unserem Hauptziel entfernt. Ja, ich würde jetzt mal sogar sagen, wir machen hier einen Cut an dieser Stelle. Sind nämlich bei roundabout 20 Minuten dieser Folge. Im nächsten Video sehen wir dann, wie sich tatsächlich Quiet an meiner Seite schlagen wird. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Ja, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Danke euch fürs Reingucken. Tschüss.